Ich begrüße euch zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Tales of Arise von mir, dem Hubi, hier auf Hubertus LP. Wir schauen nochmal, was wir so zu tun haben gerade. Sprich mit Manek. Aha. Wo ist diese Manek? Aha. Schnellreise. Wahrscheinlich wäre das irgendwie 2 Schritte weiter gewesen. Ihr merkt schon, es ist wieder länger als gestern her, dass ich gespielt habe. Beste. Normalerweise. Warum killen sie ihn denn nicht einfach so? Er wird doch jetzt da irgendwo hocken und warten. Aber wenn wir dich schon nicht besiegen können, wie sollen wir denn dann hoffen, den Oberbabbo zu besiegen? Manchmal verstehe ich einige Dinge nicht. Lass es mich so formulieren. Ich sag ungerne. Manchmal machen Dinge einfach keinen Sinn. Auch wenn es hier vielleicht eine Kombination aus beidem ist. Nein. Monster. Ach, wirklich? So, jetzt sabbelt sie was von wegen Gegnern und er auch. Und bei dir kann man nochmal nächtigen, oder was? Ah. Ich glaube, das haben wir gar nicht nötig. Sodille. Sodille? Ah, geil. Jetzt können wir bei dir Schönes kaufen. Hat immer noch nichts, was irgendwie geiler ist an Equipment. Können wir nach wie vor nichts machen. Ja, ich weiß, ich gucke jedes Mal und es ist halt Quatsch, aber ist halt, wie es ist. Vielleicht gibt es irgendein neues, geiles Zubehör. Auch nicht. Okay, okay, okay. So. Ah, die kennen wir schon. Also, nicht die, die genau vor uns sind, aber die Pilze da hinten. Was sind denn das für Viecher da vor uns? Du bist gerade dabei, an Astralart zu wirken. Ich kümmere mich darum. Ich kann es aufhalten. Kein Problem. Grinwells Boost-Angriff. Magische Unterbrechung. Greift ein Gegner mit einem besonderen Astralart an, das Astralenergie stört. Wird der Gegner getroffen, während er seine Astralart wirkt, geht er zu Boden. Robbt den Zauber und lädt ihn auf. Cool. Oh nö. Muss ich das jetzt echt machen? Triff ein Gegner, der in Astralart wirkt, 2-mal mit Grinwells Boost-Angriff. Okay. Ah, das ist ihr Boost-Angriff, ihr normaler. Alles klar. Booste ihn. Sehr gut. Ja, das ist schick. Magische Unterbrechung. Ja, okay, ich hab's verstanden, so einigermaßen. Au. Okay, ich bin voll aus dem Takt irgendwie hier gerade. Aber das scheint immer noch irgendwie ein Tutorial zu sein, weil ich halt zumindest kein Leben verliere irgendwie. Alter. Mage Breaker. Weg mit euch. Ha, oh, die Gegner sind ein bisschen doof. Ah, bizarrer Magiekern. Ich glaube sogar, dass wir das für eine krasse Waffe irgendwie gebrauchen können. Warte mal.
Waffe schmieden. Ja. Dies hier. Aber wir haben nicht genug Geld. Ja, warte, dann müssen wir Sachen verkaufen. Ah, super. Ah, hier dann entsprechend auch das Glutgebrüll. Ist halt die Frage, wollen wir für sie was Besseres? Ja, ist schon gerade die Endstufe für sie, ne? Oder so für sie das einigermaßen bessere. Komm, wir machen mal Endstufe hier. Ja, ist doch klasse. Das weiß er, weil er hat doch mit solchen Waffen nichts am Hut eigentlich. じゃないよ。下水道よ。地下にあるのはコーラナ用にするためだけど。そうなのか。カラグリアには下水とかなかったの？ヒーズンバワン。オブツだろうがなんだろうが、奴隷の死体すらだ。燃料にもならないのに不思議だったな。すまない。こんな時にする話じゃなかった。 Ein bisschen. Das wurde jetzt schnell duster. Digga, du hast hier gerade einfach... Ne, ist egal. Nein. Ich mach keine blöden Witze mehr über das Dritte Reich und so. Nein! Nein, ja, wirklich nicht. Und? Ah, ich wollte nicht den Stern nicht machen. Wadadadadadadadada. Ach, die anderen haben da hinten schon geregelt. Sehr schön. Also die Pilzköpfe sind mittlerweile echt easy peasy. Gar kein Problem. Eisenstück, Eisenstück. Und vielleicht sogar nochmal was. Das konnte ich dann aber nicht sehen. Wegen meinem Antlitz. Hallo. Oben ist nochmal was. Dann geht's da rein. Ah, davor wollen wir hier nochmal gucken. Shrooms. Aus der Kanalisation gewachsen. Beste Leben. Schmecken bestimmt gar köstlich. Ach ja, da haben wir jetzt den Blitzhieb. I forgot ganz. Da. Die Schwäche ist natürlich schön. Brenne. Und gleich weiter an den. Oh, warum ist denn der nicht mit hochgekommen? Was halt auch mega geil wäre, wenn man erst einen Wasserangriff macht, dann den Blitzhieb und der dadurch mehr Damage machen würde. Das wäre natürlich krass. So dieses elementare Koppeln und so. Ach ja, wir werden ja auch immer noch ein bisschen geheilt. Nach dem Kampf durch unser Food. Stimmt. 1300 Gold finde ich jetzt gerade zum Zeitpunkt echt gut. Wir haben ja gerade gesehen, es hat uns ein bisschen gemangelt an 700. Das ist fast das Doppelte davon. Nice. Sonst bin ich eigentlich immer absolut ein Anti-Freund von Geld in Kisten. Aber gut. Ist nun so. Ich glaube, das ist ein Ausrufezeichen-Gegner. Kann das sein? Oder ist das nochmal was anderes? Zumal nur die Killergurken hier. Oh, hab echt verfehlt. Hoch mit dir. Oh Mann, ich mach mal Sternstaub statt dem anderen Angriff, den ich eigentlich will. Aber irgendwie ist der hier gerade eh so halb am Pennen gewesen, gefühlt. Ach, da ist ein Typ, der Hilfe braucht. Heilung, ja gut. Leuchtaugen! Kommt von Zeugen angegriffen. Nicht verpfeift. Bizarrer Megakern. Ja, nice. Das ist auch wieder was für eine Waffe schmieden. Das weiß ich noch. Da hinten ist auch nochmal eine coole Truhe. Oh, das hat sich gelohnt. Diese unterirdische Jabracke hier ist nice. Schlick. Hohes Level. Au, au, au. Alter. Wow, wie die mich halt einfach wegnatzen, ne?
Krass. Das war ein bisschen fies gerade. Also die machen halt super schnell total viel Damage. Bizarrer Megakern gibt es von denen halt. Das ist das Geile. Onyx-Gewand. Ich. Ja, du, Sion, auf jeden Fall. Ach, schön. Ist was für sie. Ist gut. Kommt gerade im rechten Moment, finde ich. Guck dir halt ein Gewand an für Magier. Ist okay. Ah, ich finde den Dungeon cool. Es gibt schöne Sachen hier. Die Gegner sind einigermaßen herausfordernd. Passt für mich. Und boom. Natürlich ist Feuer deren Schwäche. Ja, Blitzhieb ist halt schon besonders, ne? So nicht gegen jeden Gegner irgendwie geeignet. Gegen die zum Beispiel echt nicht. Au, au. Wie er mich krittet, der Boy. Heilige Mutter. Diese Krits, though. Wieder ein Megakern. Schrüsselblüllmasse. Oh. Und Duldan-Erze. Also der scheint auch nicht so mega selten zu sein bei denen. Was war das? Ach, da kannst du runter. Versuchen wir mal. Dann auf der anderen Seite wieder hoch. Das wäre jetzt zumindest der Plan, die Idee. Aber nee. Ah, ich weiß. Ich muss springen und dann hochklettern. Das ist okay. Dann aber lieber von da. Orangenlilie. Also das Springen, weil, falls man verspringt sich quasi so, ne? Muss ja auch wieder hochkommen irgendwie. Boah. Hier ist es halt im wahrsten Sinne Feuer mit Feuer bekämpfen, ne? Also Magie mit Magie. Oh. Ich würde ihn halt gerne schlagen, aber ich kann nicht. Oh, that perfect dodge, though. Oh, das war gerade gut. Oh Mann, warum mache ich immer Sternenhieb, ich Idiot? Dummer, dummer Hube. Okay, okay. Ui, da sammeln sich die Freunde aber irgendwie. Was ist denn Ditte da hinten? Das sieht höchstgradig selten aus. So, Gegengiftstein. Auf der anderen Seite ist noch was. Okay, also ich will da auf jeden Fall hin. Ist das auch ein Sprung? Gucken gleich. Also Gegner hin oder her, ne? Die bekämpfe ich so oder so. Aber ich hätte halt echt gerne, was auch immer das da ist. Ja, Easy-Sprung. Schmankerl, wertvolle Medizin. Wow, 1000 KP bei allen. Krass. Das ist natürlich heftig. So, und dann machen wir jetzt hier noch einen Fight oder was? Für diese Folge. Schlick und Killergurken. Ich würde sagen, ich kümmere mich um die hier. Okay. Dann halt nicht. Haltet mir halt nicht den Rücken frei gegen diese scheiß Magie-User. Au, au, au. Das Ding ist, wenn du halt einmal getroffen bist, ne? Alter Vater. Die Viecher sind so krass. Wie gesagt, wenn du halt einmal getroffen bist, ne? Das nudelt dir gleich die Hälfte deines Lebens weg, so ungefähr. Immer wieder Sternstaub. Ich bin so ein Depp. Ja, der Blitzdings bringt auch nicht viel gegen die. Und dann gehen durch Schwertregen.
Boah. Das war eine fiese Kombination an Gegnern irgendwie. Ja, wir haben auch fast keine HP mehr. Wertung minus 7. Super chillig. Okay, cool. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.